Ich zeige euch wieder das Mini-Album-Projekt, das wir bei der diesjährigen Herbstmesse als Workshop gehalten haben. Und das ist das Werkzeug und das Material, das ihr dazu benötigt. Ein extra starkes doppelseitiges Klebeband, ein Falzband, einen Bleistift, ein Lineal mit einer Metallkante und einen Cutter und etwas zum Schneiden und zum Falzen für das Arbeiten. Dann Graupappe in den folgenden Größen, und zwar einmal 10,5 cm in der Höhe mal 14,5 cm in der Breite, einmal 12,5 cm in der Höhe mal 14,5 cm in der Breite und zwei Stücke mit 2 mal 14,5 cm. Das Ganze haben wir angepasst auf die Fotogröße von 9 x 13 cm. Und zusätzlich braucht ihr 7 Blatt Papier, ein Blatt für das Cover, für die Außenseite, und 6 Blatt für die Innenseiten. Und was ich so ganz besonders cool finde an diesem Projekt, ist, dass es 3 verschiedene Möglichkeiten gibt, die Seiten einzubinden, und zwar einmal mit Drahtwires. Also da braucht ihr dann dazu entweder eine Binded All oder eine Cropper Dial, dann mit einer Ringmechanik mit dem passenden Werkzeug oder ganz einfach mit 2 Buchringen und einem Locher, also auch entweder eine Zange oder es geht auch ein Kraftlocher aus dem Büro. Für dieses Muster verwende ich die Serie PB&J von Basic Gray. Und zwar wollte ich dieses Papier schon sehr lange verarbeiten, weil mir das Muster ganz toll gefällt. Diese Seiten hebe ich mir auf für die Innenseiten und daraus mache ich das Cover. Ich beginne damit, dass ich mir die Alloge runterschneide. Dass ich ein 12x12 Papier übrig habe und mache mir eine Markierung bei 14,2 cm. Und bei diesen 14,2 cm mache ich mir einen Falz. Der Falz ist immer ganz wichtig, vor allem wenn ich Papier habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das auch schön umbricht. Wie komme ich jetzt auf die 14,2 cm? Ganz einfach. Ich habe an Graupappe, die ich hier dann hineinklebe, 14,5 cm und ich nehme einfach ein paar Millimeter weniger, weil dann, wenn ich die Pappe eingeklebt habe und ich den zweiten Teil umschlage, ich hier ein bisschen Platz brauche, damit mir das Papier nicht bis ganz an den Rand reicht und übersteht. Werdet ihr dann noch genauer sehen. So, jetzt nehme ich einmal mein doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt auch mit Kaschierleim arbeiten. Das ist genauso eine Möglichkeit. Wir haben diesmal die Variante mit dem doppelseitigen Klebeband gewählt, einfach weil das dann sehr stark gefalzt wird und das Papier, wenn es sehr dünn ist, leiden könnte, wenn es feucht wird. Aber wenn ihr vorsichtig arbeitet, könnt ihr genauso gut dann einen Leim nehmen.
So, ich klebe hier mal einfach rundherum alles an. Das gleiche mache ich da bei dem größeren. Und eine von den langen Seiten klebe ich doppelt, damit ich hier dann einen besonders guten Halt habe. Das zeige ich euch noch dann warum, oder ihr werdet dann sehen warum. Und die schmalen Streifen, da klebe ich auch drei gleich nebeneinander. Muss man relativ genau arbeiten, weil das Band 6 mm breit ist und das Streiferl ist eben 6 mm, aber man kann auch das schon runterziehen. Dann in der Mitte da einen zweiten drüber kleben. Jetzt tue ich mir derweil auf die Seite, falls ich das nicht dann irgendwo kleben bleibt. So, das kommt auch mal auf die Seite. Dann fange ich an, einmal eines aufzukleben. Und zwar, ich schreibe das daher, da ist... das, wo es doppelt ist, weil das wird man nachher am Video wahrscheinlich nicht mehr sehen. Weil das Klebeband natürlich transparent ist. Und das klebe ich jetzt hier ein auf den längeren Teil. Ja? Also da haben wir die 14,2 cm und das ist der Rest von der Länge auf 30,48 cm. Das klebe ich da innen ein, schön gerade und so, dass hier oben circa 1 bis 1,5 cm übrig bleiben. So, schön anreiben. Dann kommen die beiden
Streifen, hoppala, mit den 2 cm Breite. Ja, und die Seite, wo doppelt ist, also das ist dann quasi hier, die habe ich dann nach unten gerichtet. Und dann klebe ich diese 2 Streifchen mit einem Abstand von circa 1,5 cm da hinein. So, noch einmal 1,5 cm Abstand lassen und schön gerade da hineinkleben. Wieder ordentlich anreiben. Und jetzt kommt die zweite große Platte. Und da, wo ich den doppelten Streifen habe, das kommt wieder da nach oben im Anschluss an die 2 kleinen, an die 2 schmalen Streifen. Auch wieder circa 1,5 cm Abstand lassen, sodass hier wieder ein bisschen Papier übrig bleibt. Das Ganze anreiben. So. Und jetzt muss ich wieder die zweite Seite mit doppelseitigem Klebeband bekleben. Auch wieder hier doppelte Streifen, hier 3 Streifen und hier doppelten Streifen. So, und jetzt hat sich auch der Sinn schon erschlossen, warum ich besonders hier viel Klebeband hin tue, weil wir hier dann nachher falten und damit das da besonders gut hält und sich nicht abhebt, das Papier, haben wir da zusätzliche Klebestreifen noch aufgetragen. So, jetzt tue ich die ganze Abdeckung abziehen, damit wir dann weitermachen können. So, jetzt müssen wir noch einen Schnitt setzen. 2 eigentlich. Und zwar einmal hier in der Verlängerung. Das schneide ich hier weg. Hier, damit das hier dann die Länge von dem gesamten Blatt kriegt. Und dann mache ich hier noch Falzlinien hinein. Damit ich das schön umbiegen kann dann. Bevor ich es umklebe, schneide ich hier noch die Ecken raus. Und zwar nicht ganz gerade, sondern in so einem offenen Winkel.
So, jetzt gebe ich mir mal den unteren und den oberen Teil um. Und auch die lange Seite. Jetzt brauche ich noch einmal das Klebeband. Und zwar hier schön am Rand, damit er dann nicht absteht. Da bin ich ein bisschen zu lang geworden. Hier. Und einmal hier. Ich noch kurz eine Kontrolle. So, dann wieder abziehen. Und dann klappe ich das vorsichtig um, dass ich keine Falten bekomme und dass es aber trotzdem hier angeklebt ist. So, jetzt bin ich da zu lang, weil ich das Band schon zu früh abgezogen habe und das nicht kontrollieren konnte. Aber ihr könnt es hier mit der Schere noch nachschneiden. Dann steht das hier nicht über. So, jetzt habe ich hier ein von beiden Seiten bezogenes Stück Pappe. Und da in der Mitte habe ich die Falzen, die kann ich auch spüren, wenn ich so drüber fahre. Und die muss ich jetzt vorsichtig umbiegen, und zwar von einmal die äußeren von beiden Seiten, sodass ich so eine U-Form bekomme. Und dann drehe ich das Ganze um und diese mittlere Spalte, die biege ich in die andere Richtung und mache das dann vorsichtig so, dass ich dann quasi so ein W oder M bekomme. Und zwar sollte der Teil, wo ich da diese Klebung habe, innen sein. So, und das war eigentlich schon die große Hexerei. Mehr ist da nicht. Jetzt brauchen wir nur noch die Bindung für die Innenseiten montieren. Und wie gesagt, ich zeige euch dann später noch Muster. Die einfachste Möglichkeit ist, einen Bürolocher zu nehmen und hier zu lochen und dann die Buchringe einzuhängen und in die Buchringe die Seiten. Dann eine Möglichkeit wäre, mit der Cinch oder mit der Bind It All hier die Drahtbindung zu machen und gleich die Innenseiten einzuhängen. Und ich habe beschlossen, ich mache hier eine Ringbindung, also Entschuldigung, eine Ringmechanik, und dazu tue ich mir da anschauen, dass ich die Ringmechanik schön ordentlich ausmittle und gleich direkt hier oben anmontiere. Da zeichne ich mir auf, wo die Lochung kommt.
und das tue ich dann mit einer Lochzange montieren. Und da kommt dann nur noch die Nieten hinein. Mit der Zange geht. Nein, geht's nicht. Das heißt, ich hol mir meinen Hammer und jetzt wird's laut. Achtung! Das mache ich so lange, bis die Ringmechanik fest sitzt und nicht mehr wackelt. Okay. So, und aus den vorbereiteten restlichen 6 Blättern habe ich mir die Innenseiten geschnitten. Und zwar habe ich sie so geplant, dass sie etwas schmäler sind als das Cover, nämlich 13,5 cm. Das sind umgerechnet 5 1/4 Inch und die Höhe habe ich genommen 11 cm, das sind 4 3/8 Inch. So, ich habe hier einen Kraftlocher, also einen Locher, der etwas mehr kann. Das sind die Reste, weil ich kriege aus jedem Blatt 4 Innenseiten raus und die Reste, die übrig bleiben, kann ich dann zum Verzieren verwenden oder für andere Projekte. Das heißt, ich messe mir hier die Mitte aus. 5 1/4 Inch durch 2,5. Mal diesen Centering Ruler probieren. 1, 2, 3. Habe ich hier die Mitte. Und mit dem Kraftlocher kann ich mir auch alle 24 Seiten auf einmal lochen. Wenn ihr nur einen normalen Bürolocher habt, dann müsst ihr die einfach auf mehrere Male lochen. So, jetzt kommt auch schon, sieht man dann auch schon, wie das geplant ist. Also ich hänge hier jetzt meine Innenseiten ein. Die kann ich jetzt gestalten. Da kann ich meine Fotos mit 9x13 draufkleben. Oder ich habe euch noch gemacht so kleine Kalenderblätter. Da werdet ihr dann einen Download-Link finden. Da habe ich, die kann man ausschneiden und kann man dann die Kalenderblätter noch aufkleben. Und das Ganze, der Trick an der Sache ist, dass man das Ganze entweder als Kalender verwenden kann, und zwar indem ich die kürzere Vorderseite da drunter schiebe, dann steht mir das auf dem Tisch. Sieht dann so aus. Kann ich das auf den Tisch stellen und als Kalender verwenden. Ich muss dann in dem Fall nur die Blätter einfach rausnehmen, weil ich sie nicht ganz umschlagen kann, so wie bei zum Beispiel Ringen oder bei der Drahtbindung. Oder ich kann das Ganze als Mini-Album nehmen, wenn ich das so umklappe, dann habe ich auch ein Mini-Album, bei dem ich die Seiten so rausklappen kann. Ich hoffe, ihr habt Verwendung für dieses kleine Projekt und wie immer würde es mich freuen, wenn ihr mir Links schickt zu euren Projekten, damit ich mir das anschauen kann, und ich wünsche euch viel Spaß mit der Gestaltung.
So, und jetzt zeige ich euch die verschiedenen Varianten, in denen man dieses Album binden kann. Und zwar das eine, was ich euch schon gezeigt habe, das ist das mit der Ringmechanik, wo man den Kalender aufstellen kann, also hier unterschlagen. Dann habe ich hier so eine Zickzackform und die Sache kann so auf den Tisch gestellt werden. Dann die Möglichkeit mit den Heftringen. Das ist die, die wir auch auf der Messe mit euch machen. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Hier zusammenschlagen, unter die Kalenderblätter stellen und dann auf den Tisch. Und da könnt ihr dann die Kalenderblätter nach hinten umschlagen, wenn das Monat abgelaufen ist oder wenn ihr ein neues Blatt oder ein neues Bild sehen möchtet. Da ist es schon fertig teilweise fertig ausgestaltet hier mit den Index-Tabs. Und selbstverständlich kann man auch hier das umschlagen und hat ein Mini-Album. Kann man noch verschiedene Möglichkeiten des Verschlusses sich überlegen. Dann die Möglichkeiten mit der Drahtbindung. Auch wieder Kalenderblätter aufmachen, das Mini-Album, also den Deckel da hinein drunter schlagen und kann man auf den Tisch stellen. Da möchte ich euch dann noch zeigen, da seht ihr, dass das glänzt. Das heißt, das wurde hier auf der Unterseite mit Bucheinbandfolie überzogen, sodass sich das hier nicht so leicht brechen kann, das Papier, weil es gibt eben nicht jedes Papier hat gute Eigenschaften für diese scharfen Kanten. Und wenn ihr es länger am Schreibtisch stehen habt, dann kann es auch nicht so leicht abgewetzt werden. Und das zweite, was hier drinnen ist, ich habe auf die Größe angepasst so Kalenderblätter gemacht. Und wenn ihr mir eure E-Mail-Adresse schickt, dann schicke ich euch das PDF-File zum Ausdrucken, damit ihr dann auch so einen kleinen Kalender drinnen habt. Und das ist das Album, das die Sanna fertig gestaltet hat. Das ist auch mit einer mit Buchringen. Und da hat sie wirklich ganze Menge an Fotos hineingepackt. Wenn ihr das im Detail euch ansehen wollt, dann würde ich euch bitten, zu Sannas Blog zu gehen und euch das dort anzusehen. Also ihr seht eine Vielzahl von Möglichkeiten, in denen man das Album gestalten kann.